Schönen guten Morgen, YouTube. Ja, wir sind hier auf dem Weg zum Chiemsee und nach gefühlt 7 Stunden, davon 6 Stunden bei Regen über die Autobahn, sind wir jetzt hier in München angekommen. Und was soll ich euch sagen? Schaut selber, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Blauer Himmel und Sonne. Ja, Bavarian Sky, würde man sagen, no Pixel am Himmel. Insofern, ja, ich bin gespannt, was jetzt alles noch auf uns zukommt. Bleibt also dran, wenn euch, wenn ihr wissen wollt, was wir noch die nächsten Tage erfahren oder erleben. Ja, in dem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Wir sind hier an unserem Gasthof Mühlwinkel angekommen. Der typisch bayerische Landgasthof befindet sich im Örtchen Staudach-Egerndach, südlich vom Chiemsee. Unser gemütliches Doppelzimmer hat eine Terrasse, wir haben Kabel-TV und das Bad hat eine Dusche. Im Zimmerpreis ist Frühstück inbegriffen. Wer Mittag oder Abend essen möchte, kann dies im Restaurant tun. Von hier erkunden wir die Umgebung. Es gibt zahlreiche Aktivitäten wie Wandern direkt aus dem Zimmer in die Berge, aber auch Mountainbike und Fahrradfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Es geht jetzt hier hoch. Oh, aber sieht doch ganz nett aus. Ja, und damit herzlich willkommen hier am schönen Chiemsee, oder Chiemsee sagt man ja, glaube ich. Und mit der Bimmelbahn hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, hier sind Ausflugdampfer, aber da wollen wir jetzt erstmal hin und gucken, ob wir zur Herrenseeinsel kommen. In dem Sinne, wie heißt das? Herrensee? Herrenchiemsee. Ja, das ist das.
kannst du so ein Paddel da hinten nehmen. Können wir da rüber paddeln? Nee, dass du da irgendwie so ein kleines Bütchen nehmen kannst, das alles nur elektrisch hier. Okay. Wir sind hier auf der Herreninsel angekommen, einer der bekanntesten Inseln hier im Chiemsee. Und ja, es ist relativ viel los. Und hier gibt es die Ticket-Shops, wo man dann Eintritt fürs Schloss bezahlen kann. Aber das sparen wir uns heute. Ich glaube, wir gehen nun mal einmal rum, ne? Und machen ein paar Aufnahmen. Wir befinden uns hier auf dem Schlossrundweg, der vom Anleger in circa 20 Minuten zum Schloss führen soll. Und ja, wie ihr seht, ist das hier durch ein kleines Waldstück der Weg. Der ist gut ausgebaut. Man kann aber auch, wenn man Lust hat, mit der Pferdekutsche, ich glaube für 5 Euro kann man sich zum Schloss kutschieren lassen. Also mit so einem Pferdelastwagen. Ne? So, Schlossallee voraus, ne? So sieht's aus. So, zur Stärkung gibt es hier nochmal eine Eisstation. Aber jetzt, wir haben geöffnet von 8.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Okay. Ja, da geht auf jeden Fall ein Kaffee. Kaffee? Okay. Mal 1 Euro nachschmeißen für die Springbrunnen, bitte. Kommst du hier gerade an und die Dinger gehen aus. Was ist das jetzt für ein Foto? Oh, nee. Ja, Leute, wir wollten euch Fotos vom Schloss mit Springbrunnen bringen, aber gerade jemand ausgestellt. So, das Schloss, hat sich das gelohnt, deines Erachtens nach? Ja. Was ist das Fazit? Alles gut, alles super. Alles gut. Also für die hungrigen Kaffee und Kuchen, habe ich gesehen, so ein Stückchen Kuchen ab 6 Euro. Latte Macchiato 5,30 Euro. Ja. Warte mal, 0,5 Cola. Ich hab das noch mit dem Foto bewiesen. 5,30 Euro Coca-Cola oder Spezi. 0,5 PET-Flasche. Ja, das ist ja. Ja, warte mal ganz kurz, wenn du bei König Ludwig zu Gast bist, ja, dann kostet das halt Geld, ist ja ganz klar. Ja, wenn man das weiß, ist das in Ordnung, ne? Ja, genau. Da kann man aber sich überlegen. Man kann sich ja was mitbringen. Ja, oder verdurstet man. Ja, oder man nimmt sich was mit. Genau. Nee, aber ansonsten ist wirklich schön hier. Ich glaube, es ist auch so die bestbesuchteste Insel hier nach der Fraueninsel noch, ne? Ich glaube, da ist auch. Aber man kann ja auch eine Rundfahrt buchen. Wir haben jetzt hier nur den Trip zur Herreninsel gebucht und ja, wir fahren jetzt gleich wieder zurück. Ja,
Meter. Ja, ist gut, das ist gut. Und da 1,5 Meter gibt es einen Signalton, dann müssen sie ins tiefe Wasser fahren. Okay, gut. Genau. Vom Ufer und von großen Schiffen 200 Meter Abstand halten. Gut. Es kann sein, dass im Laufe des Tages noch Sturmwarnung kommt. Das sind orange Blinklichter rund um den See. Okay. Falls Sie sowas sehen, einfach wieder herkommen. Wieder herkommen. Genau. Kriegen wir hin. Okay, und jetzt 20 okay. Meter geradeaus rückwärts. Okay. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. Wie viel sind denn 20 Meter schon? Ja, ist gut jetzt. Kannst du umdrehen, ja klar. Okay. So, hier wieder auf großer Fahrt hier, diesmal mit dem Elektroboot. Ja, ist ganz witzig hier. Hier kann man sich die entsprechenden Elektroboote mieten. Und wir haben jetzt die Hildegard, ne? Die Hildegard. Die wilde Hildegard die wilde mit. Hilde. So. Jawohl. Okay, von links. Ja, ich halte da Ausschau. Das nervt aber ein bisschen nach Elektropiepen mehr. Ah, 1,5. So geht's. Sehr gut. Das sieht man den Leber Kokolen an. Jetzt kommt hier die erste Welle, sehr gut. Machen wir direkt rein. Juhu! Keine Ahnung, bin ich Thank you.
So, mit diesen Bildern sagen wir erstmal Tschüss vom Chiemsee. Das waren hier zwei wunderschöne Tage bei bestem Wetter. Wir haben, wir sind Boot gefahren. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns mit Bavarian Skypixel und der Dani getroffen zum... Und dem kleinen Jonas. Und dem Jonas natürlich. Grüße gehen an dieser Stelle raus an alle. Zum Rehkitz retten. Heute Morgen bin ich wann bin ich aufgestanden? Gefühlt um 3. 4.20 Uhr, glaube ich, klingelte der Wecker. Aber es war halt mega beeindruckend und hilft ungemein, den kleinen Rehkitzen da zu retten. Wir haben zum Glück kein Rehkitz gefunden. Insofern waren die Wiesen, die wir abgeflogen haben, alle sauber. Aber vielleicht kriege ich ja von Markus noch mal ein Foto, wo sie einen Rehkitz gefunden haben und ein paar Infos. Wo ihr Informationen zum Verein findet, schicke ich euch mal oder schreibe ich euch mal in die Videobeschreibung. Und im Hintergrund seht ihr, hier sind ziemlich viele Ausflugsboote unterwegs, Ausflugsdampfer, die hier zum Herren-Chiemsee, zur Frauen-Chiemsee-Insel fahren. Ja, und mit diesen Eindrücken, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's dann zur nächsten Location. Und das ist? Nach Kaprun. Genau, von hier aus sind es noch ungefähr eine Stunde Autofahrt. Ja. Ja, dann bleibt dran und bis zum nächsten Video. Ciao.